Eine traumhafte Kulisse, anspruchsvolle Strecke, tausende begeisternde Zuschauer, Elite-Stars aus ganz Europa. Das sind nur einige der Attribute, mit denen sich die Challenge Kaiserwinkel-Walse beschreiben lässt. Ein Triathlon der Sonderklasse. An den Ausläufern des Kaisergebirges gelegen, ist Kaiserwinkel-Walse eine der schönsten Triathlon-Destinationen der Welt. Von den europäischen Städten wie etwa München, Salzburg, Innsbruck aus leicht zu erreichen, liegt es im Herzen der Alpen. Heuer fand der Triathlon zum 12. Mal mit rund 1800 Athletinnen und Athleten aus aller Welt statt. Also ich glaube und ich hoffe, dass wir in den letzten 12 Jahren immer sehr gute Arbeit geleistet haben. Wir waren heuer überraschend früh schon mit sehr vielen Teilnehmern beglückt. Also muss ich wirklich sagen, die letzten 2 Monate war es nicht mehr so. Also da hat man schon gemerkt, die Situation generell ist einfach ein bisschen schwieriger geworden für viele. Und auch nicht so viele Meldungen im späten Anmeldeprozess. Wobei, ich sage mal, Walchsee ist ein kleiner Fleck, ihr kennt ihn selber. Also 1300, 1400 Athleten mehr hat eigentlich nicht Platz und will ja gar nicht aufgrund der Qualität mehr nehmen. In der Elite-Kategorie, wo die Profis an den Start gehen, war das Teilnehmerfeld in diesem Jahr nicht so groß. 2 deutsche Athleten ragten aus diesem Feld heraus. Zum einen Nicolas Mann, der heuer bereits die Challenge St. Pölten gewonnen hat. Und zum anderen der erklärte Favorit, Frederik Funk. Er gewann in Walse im vergangenen Jahr den Titel des Europameisters und wurde einmal zudem Zweiter. Aufgrund einer Verletzung fehlte das heimische Aushängeschild. Der Tiroler Thomas Steger, im vergangenen Jahr hier Vize-Europameister, musste aufgrund einer Verletzung leider passen. So waren aus österreichischer Sicht alle Augen auf Simone Kumhofer im Profifeld der Damen gerichtet. Punkt 8.30 Uhr erfolgte im über 20 Grad warmen Wasser in Walse der Startschuss für die Distanzen von 1900 Meter Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und dem Halbmarathon, also 21,1 Kilometer, rund um den Walsee. Die Schwimmstrecke in Walsee führt fast 1 Kilometer bis zu den 2 Bojen und dann retour zum Ausstieg. Vom Beginn weg setzte sich ein Athlet an die Spitze. Der Schweizer Sven Thalmann, der in dieser Disziplin sehr stark ist, legte gleich mit ordentlichem Tempo vor. Nur einige hundert Meter nach dem Start hatten die anderen bereits Mühe, das Tempo des Schweizers mitzugehen. Am ehesten konnte hier noch der deutsche Florian Angert mithalten. Es ist eine unglaubliche Atmosphäre am Walsee, wenn man sich die Bilder aus der Luft ansieht. Thalmann setzte sich währenddessen immer mehr von seinen Konkurrenten ab. Dahinter ein Paket mit dem deutschen Angert, dem Italiener Barnaby sowie dem Griechen Pitados. Noch nicht vorne dabei die Favoriten Funk oder auch der Amerikaner Sam Long, der im Wettkampf als härtester Konkurrent von Funk galt. Long hat mehrere Top-Platzierungen und liegt in den Top 10 im World Ranking. Während die Elite der Herren bereits seit Minuten im Wasser unterwegs waren, machten sich auch die Profis unter den Damen an den Start. Und da durfte man der Österreicherin Simone Kumhofer vom Omnibiotic Power Triathlon Team einen absoluten Spitzenplatz zutrauen. Die zweifache österreichische Meisterin, sie war übrigens ursprünglich Springreiterin, ist spät zum Triathlon gekommen. Mittlerweile ist sie 38 Jahre alt. Allerdings, für einen Spitzenplatz im Wettkampf bedurfte es einer ordentlichen Schwimmleistung. Und dies ist nicht gerade die Paradedisziplin von Kumhofer. Da galten etwa die Niederländerin Lotte Wilms und die Amerikanerin Amy Zimmerman als weitaus stärkere Athletinnen. Zurück zu den Herren. Da hatte der Schweizer Thalmann bereits mehr als die Hälfte der Schwimmstrecke absolviert und konnte den Vorsprung ausbauen. Dahinter Florian Angert.
Für beide galt es, einen möglichst großen Vorsprung im Schwimmen zu erzielen, denn auf der Radstrecke konnten sie gegenüber Funk oder auch Long nicht mithalten. Nach 22 Minuten war es dann soweit und Sven Thalmann konnte sich geistig auf die Radstrecke einstellen. Er war beim Ausstieg um eine halbe Minute schneller als Florian Angert. Knapp eine Minute später folgten der Italiener Barnaby, der Grieche Pitados und Favorit Funk. Und dann aus Sam Long. Der hatte im Schwimmen fast 2 Minuten Rückstand auf Funk. Und dies erstaunte doch ein wenig. Überhaupt, fast am Ende des Feldes kam St. Pölten-Sieger Nicolas Mann aus dem Wasser. Für ihn sollte die Challenge Walse frühzeitig enden. Damit zum Schwimmen der Damen. Im Elitefeld der Frauen war im Schwimmen Lotte Wilms eine Klasse für sich. Sie schwamm der Konkurrenz förmlich auf und davon. Dies wusste Simone Kumhofer und versuchte im Wasser alles. Aber Lotte Wilms hat da den weit höheren Anschlag und so hatte Kumhofer bald einige Minuten Rückstand. Am ehesten in Sichtweite zu Wilms war dann noch die Amerikanerin Zimmerman. Klare Fakten dann beim Ausstieg. Die Niederländerin war mehr als 2 Minuten schneller als Zimmerman. Ein beachtlicher Vorsprung. Simone Kumhofer wechselte als Achte mit einem Rückstand von knapp 6 Minuten auf das Rad. Klingt nach viel, war es aber nicht. Denn nun folgte Kumhofers Lieblingsdisziplin. Auf dem Rad kann sie auch international gut mithalten. Mittlerweile waren auch die Amateure der Age Groups, das sind Athleten aller Altersklassen, im Wasser. Wie immer ein eindrucksvolles Bild. Mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auch dieses Jahr am Start. Wir werfen einen Blick auf die Karte, auf die Radstrecke. Diese führte von Walse über Schwendt durch eine traumhafte Region nach Kössen. Und dann ging es wieder retour nach Walse, wo die Radstrecke dann auf der anderen Seite über Rettenschöss führte. Die Schleife war dann auf den 90 Kilometer auch ein zweites Mal zu befahren. Auf der Radstrecke dauerte es nicht lange und Frederik Funk machte sich auf die Verfolgung von Thalmann. Innerhalb von gerade einmal 15 Minuten hatte er den Rückstand von 1,5 Minuten egalisiert und übernahm zum ersten Mal die Führung im Rennen. Dahinter folgte zunächst sein Landsmann Florian Angert und vor allem auch Sam Long. Er machte vor allem auf Angert, Pitados und Barnaby mehrere Minuten auf der Radstrecke in Kürze gut. An der Spitze war es ein einsames Rennen. Frederik Funk hatte die Konkurrenz stets unter Kontrolle, im Wissen, dass er an diesem Tag vor allem mit dem Weltklasseathleten Long durchwegs mithalten konnte, das beflügelte ihn doppelt. Und damit werfen wir den Blick auf die Radstrecke zu den Damen. Hier führte nach den ersten 30 Kilometern nach wie vor die Niederländerin Lotte Wilms das Feld an. Kumhofer konnte bereits auf dem ersten Teil der Radstrecke vieles von ihrem Rückstand zufahren. Doch noch war es nicht so weit. Die Challenge Walse ist imposant. Da befinden sich hunderte Sportlerinnen und Sportler auf der Radstrecke, mitten durch die Region Kaiserwinkel. Auf der einen Seite die Profis und auf der anderen Seite sind Amateure und Hobbysportler unterwegs. Alle mit dem gleichen Ziel, zu finishen. Beste Stimmung herrschte während des gesamten Rennens auch beim Publikum, wo es sich vor allem am Hotspot in Walse so richtig abspielte. Frederik Funk war nach der Zwischenzeit bei 61 Kilometer deutlich vorne. Er hatte mehr als 3 Minuten Vorsprung auf Sam Long, der mittlerweile an die zweite Position gefahren war. Funk fuhr immer sein konstant hohes Tempo, denn er wusste um die Klasse von Long beim abschließenden Laufen. Die anderen hatten mit dem Sieg bei den Herren in Walse nichts mehr zu tun. Es ging für den Italiener Barnaby, den Griechen Pitados und den Deutschen Angert aber noch um den 3. Podiumsplatz.
Für Simone Kumhofer lief auf der Radstrecke alles perfekt. Sie fuhr mehrere Minuten schneller als Lotte Wilms und so kam es dann auch vor dem letzten Drittel der Radstrecke, dass die Österreicherin förmlich an ihr vorbeibrauste. Kumhofer hatte das Rennen perfekt eingeteilt und war bestens im Rhythmus. Innerhalb kürzester Zeit fuhr sie dann Wilms auf und davon. Auch da dieselbe Ausgangssituation wie bei den Herren. Wilms galt als vermeintlich stärkere Läuferin als Kumhofer. So musste diese schauen, dass sie mit möglichst viel Vorsprung in die Wechselzone kam. Nach etwas mehr als 2 Stunden 20 kam der Deutsche Funk als erster in die Wechselzone, um anschließend auf die finale Laufstrecke zu wechseln. Am Waldsee hatte es mittlerweile weit über 30 Grad und so entwickelte sich im wahrsten Sinne eine Hitzeschlacht. 3,5 Minuten später war dann auch der Amerikaner Sam Long in der Wechselzone, aber mit einem entscheidenden Fehler. Er war zu spät vom Rad abgestiegen und erhielt dafür eine Penalty-Time. Diese musste er nach der ersten Laufrunde dann absitzen. Die Frage war, ob er denn an die 4 Minuten auf 21 Kilometer aufholen konnte. Zumindest in der ersten Runde rannte er, was das Zeug hielt. An der dritten Stelle folgte nach dem Radwechsel Florian Angert, aber auch der Grieche Pitados und der Italiener Barnaby. Sie waren nach wie vor auf Tuchfühlung Richtung Podest. Nun war also noch der Halbmarathon zu bestreiten. Bei den Damen kam Simone Kumhofer als erstes in die Wechselzone. Rein in die Laufschuhe und raus auf die Laufstrecke. Der Vorsprung gegenüber Lotte Wilms aus den Niederlanden war mittlerweile über 3 Minuten. Viel konnte Kumhofer nicht nachdenken. Einfach laufen und den Fokus auf ein großes Finale richten. Denn es könnte damit auch ihr größter Karriereerfolg werden. Es war noch ein harter, brennender, langer Weg. Zu den Herren. Da musste Sam Long also nach der ersten Runde in die Penaltybox. Nachdem er zunächst in dieser Runde nach 5 Kilometer über eine Minute auf Funk gut machen konnte, saß er nun da und verstand die Welt nicht mehr. Von alledem unbeeindruckt war Frederik Funk unterwegs. Zwar hörte er von der ersten starken Laufrunde von Long und er wusste von der Penaltybox, aber er lief einfach sein Tempo und schien noch bestens drauf zu sein. Für Long galt es ab sofort alles oder nichts. Eigentlich ist so etwas nicht mehr gut zu machen, trotzdem, er versuchte es. Eine Runde um den Waldsee war etwas mehr als 5 Kilometer. Einmal ging es durch ein Spalier von Zuschauern, ein anderer Teilbereich wiederum in der prallen Sonne. Da tat auch die eine oder andere Dusche ganz gut. Nach 3 von 4 absolvierten Runden war der Vorsprung des Deutschen Frederik Funk noch ganze 2 Minuten. Sam Long hatte den Rückstand fast halbiert. Doch ab dem Zeitpunkt wusste Funk, dass er den Halbmarathon nur noch ordentlich beenden musste. Dann war ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen. Bei den Damen lief es für Simone Kumhofer gut. Obwohl, die Niederländerin Wilms kam ihr Runde für Runde jeweils um etwa eine halbe Minute näher. Verbissen wehrte sich die Österreicherin und schön langsam gingen bei der Hitze auch die Reserven aus. Damit zum großen Finale der Herren. Es war der Tag des Frederik Funk. An gleicher Stelle kürte er sich 2021 zum Europameister über die Mitteldistanz. Und an gleicher Stelle wiederholte er den Vorjahressieg am Waldsee. Den Jubel kurz vor dem Ziel kannte er also. Mit der viertbesten Laufzeit überquerte er nach 3 Stunden 36 Minuten und einer Sekunde als Sieger der 12. Challenge Kaiserwinkel-Waldsee die Ziellinie. Erster Gratulant war Organisationschef Andreas Klingler. A
ich würde es mal so sagen, hätte ich besser laufen können, weil es geht da halt nicht mehr als Sieg. Performance-technisch ist es irgendwie schwierig zu beurteilen, weil ich habe mich irgendwie zu keiner Zeit im Rennen irgendwie so richtig gut gefühlt, außer vielleicht am Anfang vom Radfahren, so die erste Radrunde. Habe es in der zweiten Runde irgendwie schon fast schon ein bisschen zu bereut, irgendwie die erste Runde zu so hart gefahren zu sein. Und ja, auch auf den ersten zwei Laufrunden habe ich wirklich das Wetter und die Hitze gespürt. Sam ist da wirklich schnell näher gekommen, trotz seiner Zeitstrafe. Und habe dann schon gedacht, oh, das kann schon sein, dass der das irgendwie in der letzten Runde gerade noch so zuläuft. In der zweiten Hälfte vom Laufen habe ich mich dann wieder ein bisschen erholt und konnte dann Gott sei Dank nach Hause laufen. Und ja, ich bin mehr als happy, da gewonnen zu haben hier. 2 Minuten später durfte sich der Amerikaner Sam Long feiern lassen, denn er brachte wahrlich die Würze in diesen Wettkampf, halbierte trotz Strafe beim Laufen seinen Rückstand und musste sich nur einem starken Frederik Funk geschlagen geben. Yeah, I couldn't beat my bib number today, and great to see Frederik Funk win. Super nice guy, obviously the local favorite, the local hero, and if I couldn't win, no one better than him, so He pushed hard all day. I mean, he absolutely ripped that bike, and I had some hope on the run and did what I could, but unfortunately, kind of my own mistake at the dismount line took away any hope of a real race, but I at least tried to make it entertaining to watch for a little bit. Einen für ihn großartigen dritten Rang holte sich mit der drittbesten Laufzeit der Grieche Panagiotis Pitados. Er blieb damit 1 Minute vor dem Italiener Barnaby. Und knapp dahinter folgte Florian Angert an der 5. Position. Yes, I can't believe myself. I had a very good day and I feel good. On a swimming course I feel very good. Not very hard for me. I keep my energy to push hard on a bike. On the first lap, I go with an Italian athlete, and after I saw the Sam, and Sam have a good pace, and I try to catch. And on the second lap, and not have a big cost, and the last I ran very good. Zum Finale der Damen. Die 38-jährige Österreicherin Simone Kumhofer war bereits in der letzten Runde und damit Richtung Ziel unterwegs. Für sie das Wichtigste, die zweite, Lotte Wims, war hinter ihr nicht zu sehen. Dann die letzten Meter. Auch hier die gewaltige Stimmung und der Blick zum Finisherband. Nach 4 Stunden, 17 Minuten krönte sie sich zur Siegerin am Walsee. Kumhofer konnte ihr Glück kaum fassen. Wenn man als Letzte aus dem Wasser steigt und als Erste übers Ziel läuft, dann ist das, glaube ich, eine gute Leistung. Ich liebe diese Radstrecke, das ist meine absolute Lieblingsradstrecke. Und ich wusste, ich kann das. Ich habe nie auf meine Zeit geschaut, nie auf meine Watt geschaut, bin einfach gefahren. Und dass ich dann heimlaufe, ich bin extrem zufrieden. Es war schon sehr hart für mich. Ich habe mit 29 zu schwimmen begonnen, mit 35 bin ich Profi geworden. Jetzt bin ich heuer 39. Ich glaube, mehr kann ich mir gar nicht wünschen. Lotte Wims kam nach solidem Wettkampf hinter Kumhofer an der 2. Stelle ins Ziel und Rang 3 holte sich die Amerikanerin May Zimmerman. Certainly, I'm fit and I'm strong. I've been training really well. I just had really unlucky a couple of days ago with the allergy on the bee sting here during the training. It took a lot of energy out of my body. I was hoping to be recovered for today. Only as soon as starting to swim, my body was not there. So I just switched off my mind and just fighting till the end. Somit waren bei den Elite-Athleten die Podestplätze vergeben. Und wir können noch kurz zurückblicken. Denn begonnen hatte die Challenge Kaiserwinkel-Walsee bereits tags zuvor mit dem Kids-Aquathlon sowie den österreichischen Nachwuchsmeisterschaften. Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auch da am Start. Thank you.
Bei der Challenge Kaiserwinkel-Walse stehen vor allem auch die Amateure im Mittelpunkt. Denn neben den Elitesportlern sind es vor allem weit über 1800 Sportlerinnen und Sportler, die für den Erfolg der Veranstaltung sorgen. Im Ziel immer empfangen von den Organisationsleitern Ilona und Andreas Klingler. Die ganze Woche hat schon begonnen, am Montag mit dem Aufbau. Wir haben die ganze Woche bis gestern waren wir wirklich in den Startlöchern und haben geschaut, dass alles tiptop fertig ist. Und gestern hatten wir über 300 Kinder am Start gehabt. Das war wirklich großartig. Das war mehr als doppelt so viel, als wir jemals am Start gehabt haben. Und das war total fantastisch. So hat es schon einmal angefangen. Dann haben wir den Aquathlon gehabt am Nachmittag. Auch mit österreichischen Meisterschaften, wie auch schon bei den Kindern am Vormittag. Und am Abend haben wir dann noch so zum Abschluss einen kleinen Frauenlauf drüber gestreut. Und heute natürlich dann das Highlight mit der Mitteldistanz, mit dem strahlenden Wetter. Es ist einfach traumhaft. Das Rennen war unglaublich spannend bis zum Schluss, bis zur letzten Sekunde. Aber ich glaube, es sind alle glücklich. Ein paar sind jetzt noch auf der Strecke, aber ich sehe eigentlich viele, viele strahlende Gesichter im Ziel und es fühlt sich einfach toll an. Wenn alles funktioniert hat, dann weiß man, die Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Mit dem Siegerbild und Impressionen verabschieden wir uns für dieses Jahr aus der Region Kaiserwinkel-Walse.